Hey Leute, willkommen zu einer Folge von Loons Tower Defense 6. Heute im Video machen wir was ich schon vor Wochen machen wollte. Und zwar habe ich mir damals relativ viel im Trophäenshop geholt, unter anderem diese Drohne hier. Und die ist nur für Churchill verfügbar. Ich dachte schon, gut, Churchill mag ich. Lass uns das mal probieren. Und dann habe ich Churchill platziert und mir ist aufgefallen, das geht nur mit dem Power Rangers Churchill, den ich noch nicht habe. Bis heute. Denn heute werden wir uns den Power Ranger Churchill mal holen und wir werden den ultimativen Sentai Churchill beschwören. Dazu werden wir die Drohne haben, die ein bisschen gute Laune versprüht. Und wir werden mal gucken, wie krass das aussieht. Die Angriffsanimationen sind ja anders. Er sieht generell anders aus. Ich habe ihn noch nie gehabt vorher. Ich habe dafür jetzt Geld ausgegeben, damit wir uns das kaufen können. Boom. Holen wir uns den mal. Und damit habe ich jeden Heldenskin gekauft im Spiel, oder? Da gibt es eigentlich nur... Ich habe noch nicht den DJ Benjamin. Der fehlt mir noch. Aber ansonsten habe ich alle. Okay, nice. Lass uns mal in eine Partie gehen und den ultimativen Churchill beschwören. Das ist jetzt nichts Schweres, es ist einfach was Chilliges, es ist einfach was Entspanntes, was cool zum Zusehen ist. Weil wenn der halt richtig on fire ist, wird der halt so übertrieben den Damage raushauen. Aber gut, haben wir noch eine Geldkiste. Mach mal da. Er kann von Natur aus ja schon die dritte Reihe angreifen. Und das ist die Drohne. Die Drohne hat bestimmte Emotionen, wenn wir mal gucken, ne? Sie wackelt so ein bisschen über die Map. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Machen wir hier. Ein Bananenbauer. Okay, ich hätte gedacht, die Drohne bleibt ein bisschen mehr bei Churchill, aber die ist einfach direkt weggerannt. Mir ist übrigens eine Sache aufgefallen, die ich ein bisschen komisch finde. Und zwar im Boss-Modus darfst du ja theoretisch keinen Alchemisten platzieren, weil der halt dann den Boss. Und ich habe jetzt ja echt viel im Boss-Modus gespielt in letzter Zeit. Ich kann den Alchemisten nicht mehr platzieren. Immer wenn ich den platzieren will, muss ich im Kopf doppelt überlegen, okay, den darfst du ja gar nicht spielen. Das geht sonst nach hinten los. Aber das ist ja eigentlich eine der wichtigsten Einheiten. Machen wir da noch so. Ja, und wir gehen jetzt erstmal ordentlich auf Geld, weil für die ultimative Einheit brauchen wir natürlich alle Boosts im Spiel. Das ist nicht günstig, das ist teuer. Ich glaube, der Schuss hat eine leicht andere Farbe. Der ist grün. Normalerweise ist der nicht grün. Ich bin gespannt, wie der am Ende aussieht. Gerade wenn er gleich die Maschinenpistole noch dazu kriegt, ab Level 5, glaube ich, hat er eine Maschinenpistole oben noch drauf. Da bin ich gespannt, wie das dann aussieht, wie er angreift, wie er aussieht, wenn er sich nochmal verwandelt, wenn er sich danach nochmal verwandelt. Er verwandelt sich ja mehrmals. Ich kaufe mir das Level. Ja, auf Level 5 hat er die Maschinenpistole, noch ein Level dafür. Hatte ich übrigens auch schon auf Twitter einmal gesagt. Und zwar kann das sein, dass ihr ein Video von mir guckt und jetzt Werbung habt, die man nicht skippen kann. Das existiert auf YouTube. Seht ihr bestimmt bei allen anderen YouTubern. Ich habe das per Default eigentlich aus. Aber da man zu Weihnachten halt viel Geld macht, habe ich das jetzt nochmal angestellt, um halt einfach das so gesehen mitzunehmen. Weil dafür machst du halt im Januar umso weniger Geld. Und keine Sorge, es mit den langen Werbungen werde ich ausmachen. Es sei denn, keiner beschwert sich in den Kommentaren. Dann sage ich vielleicht, ja, okay, mache ich vielleicht manchmal weiterhin an. Weil ist natürlich einfach schon eine große Geldquelle so gesehen, die ich jetzt nicht mitnehme. Aber vielleicht nervt es ja gar nicht alle. Vielleicht nervt es ja nur mich, für 20 Sekunden eine Werbung anzugucken. Aber gut, machen wir noch eine Plantage. Haben wir jetzt 8 rausgehauen. Ich könnte noch eine da oben raushauen, hätten wir 9. Mache ich sogar tatsächlich. So, ich muss jetzt aber Churchill auch mal langsam ein bisschen boosten, weil ansonsten kommt da alles ein bisschen zu weit. Oh, die Maschinenpistole ist cool. Wieso sieht der so hart aus wie ein Power Ranger? Die Reichweite ist jetzt nochmal besser. Dschungeltrommel, er greift jetzt nochmal schneller an. Easy. Zahnmeldung kann er, glaube ich, auch schon so angreifen mit dem nächsten Level. Ja. Yep. Jetzt machen wir noch einen Alchemisten. So, zack, 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 dass es noch stärker ist. Da, so. Der Tank ist jetzt nochmal stärker. Passt. Und der hat halt schon jetzt eine übertriebene Reichweite, ne? Wir brauchen jetzt tatsächlich gar nichts mehr. Der kann jetzt tatsächlich schon Runde 40 so gesehen alleine schaffen, Anführungsstriche, mit den ganzen Boosts. Und auf Level 10 verwandelt er sich, glaube ich, nochmal. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Ich habe keine Ahnung. Für mich Neuland. Auf Level 10 kriegt er auch eine Fähigkeit. Da bin ich auch gespannt, wie die aussieht mit dem Power Ranger. Habe ich halt noch nirgendwo gesehen. Ich weiß, andere haben sich natürlich schon vorher... Gut, der ist lange schon im Spiel, der Power Ranger. Aber halt die süße Drohne noch nicht. Und ich hatte vorher nie einen Grund, mir den zu holen. Jetzt habe ich einen Grund, mir den zu holen. Und das will ich noch auskosten. Die Drohne verwandelt sich leider nicht. Soll ich ihn auch schon hochleveln? Ist vielleicht ein bisschen spaßiger, wenn Level 20 ist. Was ich mir übrigens wünschen würde für irgendeinen Held, dass wir nochmal so eine schwarze Adora 2.0 haben. Weil Adora kann sich ja verwandeln zu einer stärkeren Version von Adora, wenn der schwarze Tempel beschworen wird. Ich würde mir wünschen, dass es vielleicht noch so ein Easter Egg gibt für irgendeinen anderen Helden. Muss ja nichts Wildes sein, aber ich fände das persönlich schon lustig, wenn es das nochmal geben würde. Fun Fact übrigens... Adora verwandelt sich auch, wenn nicht der schwarze Tempel beschworen wird. Ich weiß nicht, wie sie heißt, aber dann wird sie auch nochmal zu einer anderen Adora. Und das Coole ist ja auch, Adora hat ja noch einen Skin. Und wenn sie sich mit dem Skin verwandelt, sieht die auch nochmal anders aus. Habe ich übrigens alles schon vorgestellt auf meinem Kanal.
vor einem Jahr ungefähr, wahrscheinlich sogar noch länger her. Wenn ihr irgendwas wissen wollt zum Spiel, gebt einfach mal bei YouTube einen Bardor und dann das, was ihr wissen wollt. Die Chance ist hoch, dass ich schon was dazu gemacht habe. Es sei denn, es ist halt ein ganz neues Feature oder der Ninja auf Stufe 100. Das habe ich noch nicht gemacht. Aber ansonsten haben wir schon echt eine Menge geschafft, eine Menge erlebt. Die Reise ist ja auch nicht vorbei. Loons Tower Defense Battle 2 kommt bald raus. Und es ist nochmal eine ganz neue Welt, in der wir dann eintreten. Und ich habe es jetzt extrem übertrieben mit den Plantagen. So viel brauchen wir halt im Leben nicht. Ich verbessere nochmal. Ich will es nochmal auf Level 10. Ich will ihn jetzt schnell auf Level 10 bringen. Erstmal Level 40 zerbomben. Seht ihr? Ganz entspannt. Und boom. Gut, der hat jetzt halt so Flügel gekriegt, ne? Und einen leicht anderen Kopf. Und der hat jetzt hinten so eine Öffnung gekriegt, wo er rausschießen kann. Wenn Moab kommt, kann ich das einmal demonstrieren, weil ich bin auch interessiert, wie der Angriff aussieht. Ist jetzt schon das meiste in der ersten Daser-Fähigkeit. Oh, er verschießt blaue Raketen. Das kann sehr cool aussehen am Ende, weil er verschießt immer mehr, je höher er ist vom Level. Und am Ende verschießt er halt dann 5000 Raketen. Und das sieht dann wahrscheinlich schon sehr, sehr krass aus. Okay, da habe ich Bock drauf. Auf Level 20 verwandelt er sich nochmal. Bis dahin würde ich aber noch ein bisschen Hardcore auf Geld gehen. Dass wir uns dann ein bisschen was leisten können im Leben. Wir brauchen noch mehr Boosts, weil die Einheiten kommen schon in die zweite Reihe. Das ist nicht okay. Das ist nicht erlaubt. Habe ich verboten. Habe ich ganz speziell verboten. Boom, Schuss, so. Da müssen wir aber echt noch ein bisschen mehr raushauen. Vielleicht, auf dem Nachrichtendienst bringt nichts. Geldverschwendung, ich weiß nicht, ob ich es gemacht habe. Permanentgebräu wäre wahrscheinlich das Beste, was wir raushauen können. Ist jetzt halt nur die Frage, soll ich Permanentgebräu jetzt schon raushauen? Oder soll ich erstmal die Plantagen verbessern? Ich bin halt gierig auf einen stärkeren... Ne, komm, wir machen das so. Ich bin gierig auf einen stärkeren Churchill, wir machen Permanentgebräu. Jetzt sollte wirklich alles in der oberen Reihe sterben. Wenn jetzt nicht alles in der oberen Reihe stirbt, wäre ich enttäuscht. Er müsste krass genug dafür sein. Safe Call, ja. Wir werden übrigens auch in einer späteren Runde den Affenboost aktivieren. Der greift ihn nochmal doppelt so schnell an. Kann man sich ja vorstellen, wie es aussieht durch zu den Waffen plus den Boost. Das wird halt sehr, sehr insane. Da müsste dann alles komplett hops gehen. Freue ich mich drauf, es wird schön. Wir machen jetzt Bananenzentrale in 5, 4, okay, Countdown komplett kaputt. Dankeschön, Runde 60, die Bomben wieder weg. Dankeschön, da so. Und jetzt sparen wir auf Ultra Boost, denn erst wenn wir Ultra Boost geskillt haben, stapelt sich der Effekt. Ich würde mir ja immer noch einen Affen wünschen, weil wir haben immer noch nur 4 Unterstützungsaffen, da fehlt halt irgendwas. Es wäre halt ein richtiger Banger, wenn die einen neuen Affen raushauen und der neue Affe hat direkt schon einen Paragon mit dabei. Das würde ich halt sehr feiern. Das wäre halt richtig, richtig krass. Da komme ich besser immer ein bisschen. So, boom, 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 boom. Level 19. Und jetzt ist er Level 20. Boom. Ja, er dreht sich sogar nochmal zu mir, um anzugeben. Und der Angriff sieht schon fett aus. Und der Schuss ist ins Nichts gegangen, weil er gestorben ist, der Gegner. Okay, jetzt sollte aber halt alles in der oberen Reihe sterben. Problem ist nur, für den Gottboost brauchen wir halt irgendwie 800.000 oder so komplett. Und wenn ich alle Plantagen verkaufe, kriegen wir bestimmt nochmal 200.000 hinzu. Oder sogar mehr. Wahrscheinlich sogar mehr. Wir sind Runde 78 und ich habe entschieden, den Tempel zu beschwören. Den müsst ihr übrigens verkaufen. Wichtig, falls es irgendjemand nachmachen möchte. Sonst kriegt der Tempel den falschen Boost. Wollt ihr nicht. Sonst greift der Tempel an. Böse. So. Boom, dankeschön. Jetzt machen wir hier noch ein Dorf. So. Machen jetzt hier so einen Alchemisten. Ja. Er hat den Gottboost. Er hat alle Boosts, die er haben möchte. Jetzt hat er noch hier nochmal Übertakt nochmal frisch drauf. Er ist der Perfekte. Er ist der perfekte Churchill. Und wo ist unsere Drohne? Da, okay. Alter, was hat er denn für eine Reichweite? Das habe ich erst jetzt gecheckt. Das ist ja ganz nah an fast global. Es ist fast globale Reichweite. Da fehlt nicht viel. Er bräuchte halt nochmal einen Alchemistenboost quasi obendrauf. Und dann hätte er die Reichweite dafür. Ja, wir können ihn nicht noch härter boosten. Das ist alles, was geht. Wir könnten theoretisch noch hier sowas machen mit einem Eisaffen und dann superbröckeln, dass die da mehr Schaden kassieren. Aber er killt ja sowieso alles innerhalb von einer Sekunde. Ich habe mal Kritik auf hohem Niveau. Und zwar finde ich es schade, dass er wirklich normal angreift. Ich hätte es mir gewünscht, wenn er irgendwie einen Laser verschießen würde oder sowas. Weil seine Level 10 Fähigkeit sind ja im Grunde Kamehamehas, die an die Luft schießt, wenn wir uns das nochmal angucken. Und ich hätte mir gewünscht, dass sein normaler Kanonenangriff auch so ähnlich ist. Hätte ich irgendwie gefeiert, ehrlich gesagt. Aber ja, wir killen hier einen Zom direkt beim Spawn. Was soll uns denn dann Probleme machen? Das fühlt sich echt nostalgisch an, wieder eine ultimative Einheit zu machen. Falls ihr euch übrigens fragt, wie andere ultimative Einheiten sind. Ich glaube, ich habe alles gemacht. Das habe ich zwar schon mal vor, ich glaube, 5 Monaten gesagt.
und habe seitdem noch Einheiten gefunden, aber ich glaube, ich habe alles gemacht, was geht bis jetzt. Ich glaube, ich könnte auch bald mal wieder eine Rangliste machen, wo ich alle Stufe 5 Affen bewerte. Ist ja auch wieder ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten. Ich glaube, die letzte war vor einem Jahr. Könnte man mal wieder raushauen. Das Ding ist halt nur, da gibt es zwei Varianten. Es gibt einmal die Variante, die ist okay viel Arbeit, das ist gut machbar. Und zwar nicht einfach eine Tierliste erstelle und über die Einheiten rede. Oder die Variante, wo ich auch noch Gameplay mir erspiele zu den Einheiten, das auch noch zeige. Das macht das Video dann aber extrem aufwendig. Und dann sitze ich dann da irgendwie für 3-4 Stunden dran. Und mein Tag ist aktuell so gestaffelt, dass ich nicht 3-4 Stunden Zeit habe. Ist tatsächlich leider so. Ich habe nicht mal 3-4 Stunden Freizeit am Tag. Also, ist halt suboptimal. Ja, ich habe übrigens den Boost nicht vergessen. Ich hau den raus, aber in Runde 98. Das ist nämlich die Runde, wo am meisten Einheiten kommen. Da können wir es dann am besten in Aktion sehen. Lebt länger, als ich dachte. Okay, komm mal jetzt. Sehr gut, Runde 98. Boost. Okay, jetzt, let's go. Okay, er lasert. Ich mach mal langsamer alles. Ja, er lasert. Okay, der hat ja nichts eine Chance. Einfach alles tot. Die müssen nur in die Reichweite kommen und die sind tot. Jetzt in Runde 99, Runde 100. Spiele ich mit Runde 100 oder kill ich es direkt? Ich mach mal den Schuss. Ah, komm, Runde 100 stirbt. Bye, bye. Gut, und das ist der Okay, er hat lang gelebt. Das ist der ultimative Churchill. Ich finde komisch, dass es nach Runde 100 direkt weitergeht. Ich muss mal sagen, die Drohne als Begleiter. Gut. Hat mich überhaupt nicht genervt. Es gibt andere Begleiter, die echt nerven, wie zum Beispiel der Vater von Quincy. Der ist unfassbar nervig, dieser Kopf. Ich weiß nicht, wieso. Die Fledermaus ist cool. Die Drohne ist cool. Hauptmann Churchill ist auch cool. Auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, Leute, sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo lassen. Dann sehen wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin und ciao.